Die Siegner-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof hat beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Ich bin heute zum vorläufigen Insolvenzverwalter durch das Amtsgericht Essen bestellt worden. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für die Belegschaft, für die Lieferanten, für die Dienstleister und wahrscheinlich auch für den Steuerzahler, der hier auch viel investiert hat. Das sehen wir aber gleichzeitig auch als Verpflichtung an, dass wir hier, auch wenn es ein Regelverfahren ist, in einen Sanierungsprozess hineinkommen. Galeria sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits gelaufen. Ziel sei die Fortführung der Warenhauskette. Wir können jetzt in diesem Zeitraum noch nicht sprechen über einen potenziellen Investor. Das sind schon Gespräche, die laufen, aber wir können nicht darüber erzählen. Aber für uns ist es wichtig, dass wir sowohl die Investor, wie auch das Management, wie auch die Kunden, wie auch die Mitarbeiter, dass wir einen gemeinsamen Weg nach vorne gehen können. Das ist für uns das Wichtigste. Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es schon die dritte Insolvenz innerhalb von weniger als 4 Jahren. Die bereits insolvente Siegner Holding hatte sich ursprünglich verpflichtet, der Galeria 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Die Zahlungen blieben nun aber aus. Man hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dass es ein Regelverfahren wird, weil das Regelverfahren auch den Befreiungsschlag symbolisiert, der hier mit diesem Verfahren verbunden sein soll. Befreiungsschlag insbesondere im Hinblick auf den heutigen Gesellschafter, der sich ja leider auch in wirtschaftlicher Schieflage befindet. Ich weiß nicht, wenn Sie schon nach oben in das Gebäude hier gelaufen sind. Das ist ein Gebäude, die unsere jetzige Eigentümer noch gehört. Die Rolltreppen laufen nicht. Und das ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Wir haben auch Mieten, die eigentlich nicht mehr marktüblich sind oder nicht marktüblich sind. Das sind auch jetzt Sachen, wo wir uns von befreien können. So zusammen mit unseren Mitarbeitern, zusammen mit das Management und zusammen mit unseren Kunden ist das jetzt eigentlich ein Befreiungsschlag, dass wir sagen können, lass uns mal auf Punkt Null gehen und Point Zero nehmen und das nach vorne schauen. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern betreibt aktuell 92 Warenhäuser und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 15.000 Menschen.